Könnte ich doch einfach durchrennen? Ich bräuchte die Klugheit an so eine Scheiße. Das ist doch so ein Dreck, wie so ein verfickter Witz erzählen. Glue, fuck you. Das bringt ja nichts, ne? Haben wir ja schon ausprobiert. Warte, ich depp, Alter. Ich kann auch in die Labore runter. In den Laboren gibt's auf jeden Fall eine Glue-Cannon. Und die Rohrzange. Hatte ich jetzt auch noch nie. Wie bist du da durchgekommen? Ah! Drecksau. Was ist das schon wieder? Ach so. Psychometrics. Wie ist hier ein Mimik anwesend? Ja! Ja. Oder ist so ein... Fuck. Auch Elite. Los, raus. Warte. Ja, komm, scheiß drauf, jetzt sind wir... Da ist das fucking Mimiktor. Wie heißt der? Schwanholz. Okay. Wo liegt das Problem? Der Mimik, den Sie mir gebracht haben, mit dem stimmt was nicht. Er bewirft mich andauernd mit Schuhen. Wenigstens schöne Schuhe? Ich mein's ernst. Als ob er irgendwohin Löcher reinschlägt in ein Universum der Schuhe. Keine Ahnung. Was ich sagen will, mit entsprechenden Teifenfähigkeiten und einer starken Verbindung zum Beispiel zu... Zu... einem Ort auf der Erde. Ja, genau. Ich glaube, dann könnte man eine Tür öffnen. Vielleicht sogar hindurchgehen. Das wäre eher so, als würde man durch einen winzigen Strohhalm gezogen. Ich glaube, ich könnte den Eindämmungsschild zum Stabilisieren des Mimics anpassen. Dafür bräuchten wir aber Rileys Erlaubnis. Und? Worauf warten Sie? Ich bin im Labor. Warte, das ist eine Scheibe. Fabrikatorplan.
Medikit. Was hast du? Alter! Wir nehmen das alles mit und bunkern es dann irgendwie. Oh Scheiße. Nein. So, hoppzackig. Da raus, rechts rum. Nein! Hopp, 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 hopp. Glue kennen. In den Speicher rein. Hä? Was muss ich jetzt da nochmal runter? Programme. Daten auf Operator kopieren. Oh, die Folge. Was? Wie? Was? Hä? Installiere die Fähigkeit Phantom Genesis 2. Hä? Ihr verarscht mich doch gerade, oder? Neuromods, boah. Okay. Hallo. Volontäre in ein Phantom. Thank you.
Die habe ich doch schon komplett gescannt. Oder wie meint er jetzt das? Achso, das hat er jetzt automatisch verwendet. Ja, aber ich hab die Daten schon. Oder meine die unten? Geh mal weg von mir. Ich werde die Folge übrigens in zwei... Oh, Fehler. In zwei Dinger aufteilen, nur damit ihr es wisst. Oder ihr wisst es ja eigentlich mittlerweile schon. Volontäre, sind das alles Volontäre gewesen oder wie ist das? Ich komme gerade nicht mit klar. Kurz warten. Na komm. Das scheint doch ein Volontär zu sein, oder? Neue Zielfähigkeit verfügbar. Ja, und jetzt, Sir? Ach, verwandte Volontär V0. Ach Gott, scheiße. Ach Gott, bin ich doof. Nee, hier geht's raus. Ist der markiert? Ach Gott, ich bin noch... Oh! Alter, Lloyd. Oh. Kann es sein, dass ich mir gerade die Simulation zerlege? Oh, hoppla. Simulation gerade selber zerlege, indem ich lauter Phantome erschaffe, die wo mir dann wahrscheinlich später in den Arsch dreht. Ich muss in ein anderes Gebiet. Na, so ein Scheißdreck. Crew Annex. Okay, Moonworks muss ich nicht. Gott sei Dank, das wäre es jetzt noch gewesen. Und schon wird auf sich nehmen, schon nicht zwei Folgen auf, drei. Kurz strecken. Aber das haben sie schon kompliziert gemacht, ey. Du musst echt viel Scheiß machen. Und jetzt erzähl mir mal einer, wie man das schaffen soll, alle fünf rauszubringen.
Ich meine, du musst halt die Fähigkeiten wirklich schon auf einem bestimmten hohen Ding haben. Sonst kannst du es halt echt vergessen. Du musst halt immer und immer wieder neue Sachen finden und immer und immer und immer und immer, immer wieder. Ja, bloß ich verstehe immer noch nicht, ich habe doch den Fabrikatorplan jetzt für eine Schrotflinte, warum ich keine Schrotflinte bauen kann. Na komm schon, na komm schon, na komm schon. Mach auf die Sache, mach auf. Der ist da unten. Was hast du dabei? McDonald's? Oh, Scheiße. Oh, fuck, auf drei wird's heftig. So unter mir. Die Schlüsselkarte habe ich nicht. Aber da muss ich noch nicht. Kämpfe gegen ihn, mein Kugel. Oh, Alter, das Ding wird ja bösartig. Oh shit, Mann. Jetzt hast du die Waffe leuchtet. Wo kommen die jetzt her? Los, 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 los! Wahrscheinlich alle werden sie gut und helfen einem und der will dann umbringen. Alter Schwede. Eigentlich können wir danach die Simulation eigentlich auch gleich wieder zurücksetzen. Weil das taugt ja voll. Wenn jetzt hier wieder alles voller Gegner und Monster und was der Geier, was für ein Scheiß ist. Wobei, jetzt fällt mir gerade ein, ich kann ja. Wie sagt man am besten? Wie sagt man? Ich kann ja so einen Chip für eine Fluchtkapsel kann ich ja bauen. Ist der dann für die zweite Fluchtkapsel im Labor? Oder war das im Labor oder in den Moonworks? Ich glaube, im Labor war das, ne? Da gab es eine zweite Fluchtkapsel-Ding. Und da war ja drin gestanden, diese sind leer, aber da war ja eine drin. Das interessiert mich gerade. Aber auf jeden Fall werde ich es wieder zurücksetzen. Beim nächsten Ding, weil drei kannst du ja vergessen. Man müsste schon sau overpowered sein, damit man da durchkommt dann. Und das wäre ich halt wirklich bloß mit Elite-Waffen. Keine Monster. So, und schon ist diese Sache erledigt. Halt nein. Erinnert nicht meine Monster rum? Ne, die lösen sich auf, Gott sei Dank. Oder auch nicht. Wir haben ja keine andere. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal.
Wichser. Programme kopieren. Bevor du den Operator aktivierst, musst du noch eine letzte Vorkehrung treffen. Du hast die Emulationstag, an der Morgan rumgebastelt hat. Benutze sie. Kopiere dich. Ich weiß, das klingt makaber, aber wir dürfen uns nicht davon abschrecken lassen, dass du es vielleicht nicht schaffst. So bleibt uns wenigstens ein kleiner Teil unserer Familie. Niemand sonst ist imstande, mit dem fertig zu werden, was kommen wird. Hiernach herrscht Funkstille zur Talos 1. Du wirst mich dann nicht mehr erreichen können. Hoffentlich sehen wir uns auf der Erde. Auf Wiedersehen, Riley. Ist es zufällig der, den wo wir im Ding gefunden haben? Okay, los geht's. Wie gesagt, wir setzen zurück, deswegen habe ich meine Teile nicht gesammelt. Abgelegt. Nein, was liegt da? Fuck. Starteprozess. Persönlichkeitserfassung und Emulation. Quelle: Riley Yu, Direktorin der Pythias-Station. Ziel: Minerva 465 Datenspeicheroperator. Erfassen und übertragen abgeschlossen. Weitere Anweisungen gefunden. Starte Prozess. U löschen. BAT. Vernichte Quellobjekt. Wow, das war makaber, Alter. Glückwunsch, du bist gewissermaßen durch Emulation deines Bewusstseins entkommen. Denk daran, wenn du im selben Durchlauf mehr als einmal entkommst, erhältst du zunehmend mehr Simulationspunkte als Belohnung. Alter, ich habe 50.000 durch das Entdecken alle 5 Fluchtwege, 20.000, 2.000, nein, 5.000. Ah, ich habe 21.320 bekommen. So rum ist es. Jetzt müsste ich eigentlich bloß noch den irgendwann machen. Aber gut, das war's jetzt dann erstmal von mir mit... Nein, nicht mit Prey, sondern halt von der Folge. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut und Servus.